Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Man Eater. Wir sind beim letzten Mal erwachsen geworden, beziehungsweise ausgewachsen, Level 10. Und ich würde sagen, oh, da ist noch ein Fragezeichen. Älteres Tier, nee, da passen wir nicht, du, also das schaffen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir holen nochmal die Kiste. Und dann ziehen wir mal weiter, um hier, ne, so ein paar Sachen zu machen, Menschen zu essen und so. Das Übliche, was man halt so macht, ne? So, es ist duster. Halbwegs. So. Ich weiß nicht, ob das so vorkommt, aber es sieht schon ziemlich schnell aus an der Wasseroberfläche. Kann man hier unten durch? Nee. Oh. Moment. Moment. Sehr schön. Okay, damit können wir jetzt auch dann einiges Schilder kriegen, glaube ich. Und kann es sein, sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller, weil wir größer sind? Der Seewolf behält alles genau im Auge, bei dem es sich um Nahrung handeln könnte. Ich frage mich, wie ist denn das jetzt mit Krokodilen? Oh. Wir da durch? Ja. Ja, cool, zumindest nicht mehr so viel. Das Gute ist, als Hai kann man halt auch nicht ertrinken, ne? Das funktioniert halt nicht. So viel zum Thema, ne? Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber... Trotz des hochentwickelten Gehörs der Welse zeigen Labortests, dass sie weiterhin CDs gegenüber Schallplatten bevorzugen. So. Ich wollte eigentlich bloß dahinter dieses eine Tor, also. Da muss man hier so einen riesen Umweg nehmen. Naja, wenigstens eine Kiste. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Ja, nicht nur nach Nahrung. Also ich bin auf der Suche nach meiner Mama, aber die ist getötet worden. Und ich werde ihn finden. Älter ist hier, schade eigentlich. Das heißt, wir müssen dann nochmal hier runter. Also ich denke, das Level ist halt so aufgebaut, ne, dass man sich hier so durchbewegt. Und wenn man dann vor ihr ankommt als älteres Tier, dann kann man so den ganzen Krams holen, den man jetzt hier nicht holen kann. Noch nicht entdeckt. Und da ist auch nochmal irgendwo eine Kiste. Da könnte sein, dass wir dann da durch müssten für die Kiste. So. Das ist eigentlich ein Vorteil, wenn man dann irgendwann ein älteres Tier ist. Wird man denn nicht schon wieder langsamer oder so? Da durch hätte ich gewollt. Naja, gut. Achso, hier so ein Schild. Okay. So, Moment mal. Ne, so nicht. Wie springe ich denn jetzt nach oben? Ach, anscheinend stand von hier unten, ne? Boah. Jawolla. Okay, also damit müssten wir etliche Schilder kriegen dann. Ja, da müssen wir wahrscheinlich in so eine Röhre rein. Ja, die Kisten sind halt echt gut, ne? Mit den Belohnungen. Macht sich bemerkbar. So, mal gucken, ob wir das Ding hier unter der Brücke kriegen.
Wo müssen wir denn lang? Da hinten. So. Ja, komm du mal gleich her. Danke. Einmal zu essen. Wir müssen hier rüber, ne? So. Okay, da ist das Schild. Gucken wir doch mal, ob wir jetzt da dran kommen. Relativ hoch auch, ne? Ich glaube, da kommen wir noch nicht dran. Was ist hier? Will ich jetzt? Ein listiger Jäger, der Topgeschwindigkeiten von bis zu 35 Meilen pro Stunde erreichen kann. Da oben ist das Schild, ne? Jetzt sehe ich es nicht genau. Ja, genau. Okay. Na gut. Einfach mal den Fischtroll hat versenkt. Ernsthaft, du Krog? Siehst du. Oh, ist das Gestante. Okay. Ja, also vor diesem Krokodil brauche ich jetzt keine Angst mehr haben. Wo wollte ich hin? Ja, das Fragezeichen da hinten wird wahrscheinlich irgendwie so ein Schild oder so sein, ne? Was ist das hier? Da muss es doch hier wahrscheinlich irgendwo so einen Eingang geben. Gucken wir mal. Ziehen wir mal da lang. Du brauchst gar nicht verschwinden. Boah. Also ja. Krokodil kann man mal eben einfach so fressen mit. Genau, da ist der Eingang anscheinend. Oder auch nicht. Oder eher der Ausgang. Albino Alligator, okay. Ah, da unten. Okay. Ah, Albino macht diese grünen Dinger, okay. Ja, der ist noch ein bisschen... Bisschen gefährlich, ja. Na. Na, fliehen, fliehen, fliehen. Da war ich jetzt zu übermütig.
Ist ja nix. Ah, schnell runter hier. Waren da gerade zwei Sachen. Das ist gut, ich brauche ein bisschen Heilung. Ja, ich dachte, ich kann da ausweichen. Dann sammeln wir mal diese grünen Dinger hier ein. Okay, das hat sich doch gelohnt. Wo ist genau da, wo wir hin wollten? So. Wieso endlich Bedrohung 4? Ich habe was kaputt gemacht? Das komische Tor? Das ganze Fleisch von den Krokodilen. Ist keins mehr? Zackenbarsche. Ah ja, dahin muss ich. Okay. Ne, da sind Menschen. Jäger. Okay. Ah ja. Ich versichere der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Das kann ich essen? Okay, merkwürdig. In bestimmten kulturellen Traditionen wird der Hai als Beschützer von verloren gegangenen Seeleuten angesehen, was natürlich der Wahrheit nicht ferner sein könnte. Okay, ich habe anscheinend hier die Bösen gerade getötet. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Aber wir können auch erstmal hier Kiste holen und so. So, warte mal. Bin ich hier rausgekommen? Nee, ist was anderes. Und da komme ich jetzt auch so gar nicht rein, ne?
wäre noch irgendwas? Ein Schild. Boah, bin ich erst drüber gesprungen? Wahnsinn. Ah. Dann kann ich lenken. Na, sag mal. Jetzt bin ich aber mitten durchgesprungen. Wieso geht denn das nicht? Muss ich. Achso, ich muss zubeißen vielleicht, hä? Ja, okay. So, dann. Genau, fliegen wir, schwimmen wir mal wieder hier runter. So, und hier einmal seitlich lang. Man sieht nichts oder ich sehe nichts. Hauptsache, zubeißen. Das ist ja tatsächlich auch ein Stück weit das schöne Elektro ein bisschen. Weil so. Ringsrum nicht Schaden nimmt. Sag mal. Wo ist er? So, da ist er. Und da habe ich die 14.000 schon zusammen wieder hier. Bestandskontrolle ist echt schon gutes Fressfest. War ja nicht irgendwo eine Kiste? Da kann man. Naja, vielleicht ja jetzt hin. Wo ist es hier? Alligator, Level 8. Also ich kann zwar sagen, dass ich eine Menge Tasten drücke. Was erkennen kann er aber nicht. Der Bullenhai ist ein Tier mit breit gefächerten Nahrungsgewohnheiten. Diese war es, die da hinten nicht. So, was haben wir hier? Ja, keine Ahnung, was ich hier noch alles machen muss. Ich hoffe, da sieht man dann auf der Karte alles. Das hier, ne? Genau. Und Menschen essen solche auch noch ein paar Mal. Hm. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Da liegt ein Boot.
Nein, ne? Ist das so richtig? Würde ich sagen, ne? Weg. Wieso ist, was ist denn das hier? Wann kam das dann? Knochenzähne kann man da kriegen. Habe ich anscheinend jetzt irgendwie freigeschalten, hä? Spitzenpredator, okay. Was gibt's hier? Das Zeug als Belohnung. Na, wir können ja mal die Knochenzähne freischalten, gucken, was das taugt. Ach ja, muss man hier hin und her zappen. Wo seid ihr denn? Da. Keine vorschnellen Schlüsse. Auch wenn Haifischjäger gelegentlich bei der Arbeit etwas trinken. Nein, das ist doch ziemlich verantwortungslos. Suchen mich jetzt, okay. Ja, das war einfach. Wo ist er? Hört er mich. Ich schwimme immer noch da hinten rum. So, genau, hier müssen wir wieder rüberspringen. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Ich find's tatsächlich cool, wie viele Sprüche die eingearbeitet haben. Das sind ja etliche verschiedene. So. Ein Albtraum mit Fangzähnen. Oh. Der Barracuda. Oh. Okay. Level 10. Barracuda. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rocksenders. Schon gewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nun, es stimmt. Ist beim Bootkampf am effektivsten. Okay. Na gut. So, ist hier hinten noch was? Was ist denn hier? Ausgewachsen, ja, das ist doch für uns. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, war einfacher als gedacht, muss ich sagen. Älteres Tier, okay, haben wir nicht. Tja, hier gibt es auch noch einen Weg. Aber wenn so diese Kisten hinter den Türen, naja, verschlossen sind für älteres Tier, frage ich mich, wenn wir dann schon voll ausgewachsen sind, wozu noch das, die ganzen Kisten sammeln? Ja, genau. So, wo sind wir jetzt? Hä? Aha, einmal im Kreis geschwommen hier, okay. Gut, würde sagen,
Auf in die Höhle. Das habe ich ein bisschen verdrückt gerade, als ich gerade genießt habe. Ja. Da. Machen wir es so. Und ich glaube, das Schild da oben kriegen wir erst dann, wenn wir maximal hochspringen können. So, und dann ist die Frage. Tja, das bringt's nicht. Legen wir dann das Knochenset an. Kiefer. Ah, 5% Zappelschaden, okay. Weil das hier ist gerade bei Gruppen gut, ne? Wobei das hier natürlich jetzt auch nicht so verkehrt ist. Wie sieht denn das aus? Oh ja, okay. Oh ja, weißt du was? Verbessern können wir es auch. Machen wir einfach mal direkt. So, das haben wir angelegt. Ja, haben wir. Perfekt. Da gibt es nichts Neues. Hier. 12.000 blaues Zeug zum Aufwerten. Krass. Oh, das können wir aufwerten. Das nehmen wir doch direkt zum Aufwerten. Mehr Zeug zum Sammeln ist immer gut. So, dann jeweils 12.000 von dem gelben und von dem blauen, okay. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Sehen wir die Zähne? Nicht so wirklich, ja? Man kann halt nicht ranzoomen. Na gut. Okay. Was soll man hier machen? Zerstöre das Ziel. Machen wir so. Oh hier. Den nehmen wir mit. Na, mach die Kamera nach unten. Weg. Das Fleisch auch in einen Haps gegessen. Und da ist schon der nächste. Das ist okay. Sagen, von dem Genetikkram haben wir ein bisschen was. Ist dann zwar noch die Frage, wie teuer die Upgrades dann immer noch werden, aber oh. Sollen wir Menschen töten? Moment. Ich dachte, was war was von wegen Barracuda töten? Oder ist das bloß hier? Mal. Guck mal erstmal, was wir hier töten sollen. Sowas hier zum Beispiel. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. Das sind zwei Jäger, he? Dass sie rot sind. So, was sollen wir jetzt töten? Da. Bejagter Barracuda, okay. Ein Barracuda.
Anders besucht die Gewässer um Trash Island. Was war's? Die ihnen einen Speiseplan voll Injektionsnadeln und gebrauchten Schwangerschaftstests bieten. Oh, was ist das hier noch? Ja, hier sind jetzt ein paar mehr noch zum Töten, ne? Super, bis hier hinten auch wieder. Oh. Sieh nach, was Pete macht. Was? Das heißt... Ne, Moment mal. Ach so. Pete ist der Big Boss. Okay. Wie geht die Story jetzt weiter, ha? Bin ich gespannt. Ja. Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit zwei kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Mhm. Möglicherweise. Ja. Oder von ich dir. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht. Der auch eine Hakenhand hatte? Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was ist passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Vom Hai gefressen? Hat ein bisschen was Moby Dick-mäßiges, hä? Genau wie Kyle LeBlanc ist unser junger Bullenhai der Erbe einer langen Familientradition und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Tapetenwechsel. Ja, also ne, theoretisch könnten wir jetzt weiter. Wir können aber sonst hier auch noch die Missionen machen. Sieh nach Scaly Pete. Das ist die Story, genau. Und das andere sind hier diese ganzen Nebendinger. Noch nicht entdeckt. Ja, hier gibt es so viel Zeug anscheinend. Wir sind ja eh hier. Wir können ja den machen und dann sonst hier rüberschwimmen für die Story. Wobei ich mir fast gut vorstellen kann, dass es hier auch so ein Röhrensystem hier durchgibt. Na gut, gucken wir mal. So, was soll man hier zerstören? Ja, er zeigt nichts an, ne? Zerstöre das Ziel. Ja, das Boot oder was? Sagst du mir auch nochmal, was für ein Ziel? Zerstöre das Ziel. Ein Patrouillenboot beschützt das Hauptquartier der Dixie-Mafia. Sehr schön. Ja, und welches Ziel soll ich jetzt zerstören? Ah, ist ja wieder toll. Hier ist kein Ziel.
Geschwister vielleicht? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Wieder ein verwaistes Boot auf dem See oder auf der Drecklagre. Oh. Dich wollen wir. Albino-Tiere sind oft das Ziel von Wilderern, die exotische Haustiere an ukrainische Oligarchen verkaufen wollen. Aha, ukrainische Oligarchen, ja. War das Spiel noch vor dem Ukraine-Krieg? Ja, ne? Hätte man sonst bestimmt nicht mehr so gesagt. Fleisch. Okay. Ruderboote im Whitehall-Stil, die ursprünglich in der Whitehall Street in New York City gefertigt wurden, galten als eines der elegantesten Modelle des 19. Jahrhunderts. Hier schwimmt hier die Flasche lang. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir ziehen mal hier rüber. Und gucken mal, ob es da einen Tunnel gibt. Genau, und weil das so ist, verschrecken wir die Menschen erstmal nicht. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Sieht erstmal nicht so aus. Da sind die Menschen. Kennst du auch so machen wie bei Police Academy, ne? Kennt ihr die Szene? Ein Hai, ein Hai! Und Tackleberry dann so mit der Knarre so. Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Wer kann eigentlich erzählen, was hier passiert ist? Dass keiner überlebt. Die kommen nicht her, hä? Ist zu flach. So. Was ihr wollt. Diese Landstreicher sind gute Arbeiter. Im Gegensatz zu meinem missratenen Sohn Kyle. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie nach dem Hai ausschauen. Tja. Ist die Mission eigentlich abgeschlossen? Ah, hier ist doch so ein Wegweiser, Mensch. Da vorne. Hm.
So. Heimwerkertraum mit atemberaubendem Panoramablick auf den See. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Fragen Sie nach Deborah. Hier kommen die anscheinend nicht her, ne? Oh. Weit geschmissen. Okay, dann ziehen wir mal hier rum, würde ich sagen. Weil hier scheint es keinen Tunnel zu geben. Ne, sieht nicht so aus. Ach ja. Ne, da nicht lang. Hier lang. Ich hier richtig? Nee. Oh, gut, dass ich aus Wasser gesprungen bin. So, jetzt brauchen wir wieder einen Moment, ne? Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Sehr gut. Na gut. Immerhin bringt's ein bisschen Genetik. Wo müssen wir hin? Hier links weiter immer. Oh, hier ist er wieder. Ich will ich nicht. Königsmakrele, okay. Oh, hier. Ganz viel Essen. Hier ist nicht das Tor. Sehr schön. Okay. Oh. Level 13, ey. Dieser Hai verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. Zur Natur, okay. Diese Mineralstoffergänzung wäre unnötig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Möglicherweise. Hier sind etliche Kisten. Mutagen 23 kurbelt gewiss das evolutionäre Wettrüsten an. Ja, so lässt sich auch füttern.
jetzt? Ah, hier. Okay. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Ist irgendwas drin? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier rum eine Menge Zeug, so. Okay, was haben wir denn? Schwanz und Organ, hier ist immer noch gesperrt. 7000, 8000 von den beiden Sachen, da brauchen wir noch ein bisschen. Ja, jeweils 4000 rum. Naja, 5 bei dem gelben. Ah, achso. Aber mit 12000, ja, das gelbe Zeug brauchen wir echt viel. Ja, 10000. Achso. Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir hier einen Cut. Passt ja genau hier in der Lagune. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge von Man Eater. Ich persönlich feiere das Spiel total. Mir macht es eine Menge Spaß. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie viel ich hier kommentiert habe, weil, weißt du echt, das ist echt mal witzig, was anderes, nicht das zum 20. Mal aufgearbeitete Battlefield, was immer schlechter wird. Und von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!